Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen heute von der Firma Rezec. Wir haben heute hier bei uns einen Golf 5, wie wir sehen können. Und zwar ist bei diesem Fahrzeug ein Problem mit der elektronischen Wegfahrsperre. Wir haben soweit das Motorsteuergerät auch schon ausgebaut, wie wir hier sehen können. Das Steuergerät befindet sich direkt unter der Frontscheibe, ja, zwischen Motor und Frontscheibe. Das sind die beiden Stecker vom Motorsteuergerät. Die muss man abnehmen, wenn man die Wegfahrsperre deaktivieren muss, beziehungsweise möchte. Wenn man die Wegfahrsperre deaktivieren möchte, dann reicht es natürlich vollkommen aus, uns dieses Motorsteuergerät vorbeizubringen. Das ist in dem Fall ein Bosch Motorsteuergerät ME7510. Dieses Motorsteuergerät einfach ausbauen und vorbeibringen oder direkt mit dem Fahrzeug vorbeikommen. Hier haben wir einen Schlüssel, den wir gleich mit Alufolie umwickeln werden. Warum machen wir das Ganze? Wir machen das deswegen, weil wenn der Schlüssel mit Alufolie umwickelt ist, kann der Wegfahrsperrencode nicht gesendet werden. Und wenn der Wegfahrsperrencode nicht mehr gesendet werden kann, dann dürfte das Auto auch gar nicht mehr starten, solange die Wegfahrsperre nicht deaktiviert ist. Diese Lampe ist die Wegfahrsperrenlampe bzw. das Wegfahrsperrensymbol bei VW. Wenn diese Leuchte leuchtet, wird das Auto in der Regel nicht angehen. Das ist so vorgesehen. Hier steht auch schon die Meldung Wegfahrsperre aktiv. Uns erwartet in der Regel jetzt, dass das Auto für eine Sekunde angeht und dann wieder aus. Aber dadurch, dass wir die Wegfahrsperre deaktiviert haben, gehe ich schwer davon aus, dass das Auto angehen wird. Und das werde ich euch jetzt mal kurz zeigen. Auto läuft ohne Probleme. Wir haben den Schlüssel hier mit Alufolie umwickelt. Wieso haben wir das getan? Das müsst ihr nicht machen, wenn wir die Wegfahrsperre deaktivieren. Das haben wir nur deswegen gemacht, damit die Wegfahrsperrenlampe angeht. Ja? Und dass man das einmal mal kurz sieht, wie das sich verhält, wenn die Wegfahrsperrenlampe angeht und das Auto trotzdem startet. Ja? Wenn man diese Alufolie jetzt entfernt, kann es natürlich sein, dass diese Lampe ausgeht und das Auto auch natürlich dementsprechend auch startet. Ja? Das heißt, bei einer Wegfahrsperrendeaktivierung muss es nicht zwingend notwendig sein, dass diese Lampe angeht. Es kann auch sein, dass sie ausgeht und das Auto dementsprechend auch startet. Ja? Bedeutet letzten Endes, wenn die Lampe blinkt, geht das Auto an. Und wenn die Lampe nicht blinkt, geht das Auto auch an. Ja, weil es gibt oft die Frage, blinkt immer nach einer Wegfahrsperrendeaktivierung so eine Lampe? Nein, das ist nicht immer der Fall. Es ist nur der Fall, wenn das Auto eh nicht gestartet wäre, dann würde diese Lampe auch angehen. Weil bei einer Wegfahrsperrendeaktivierung bzw. einem Wegfahrsperrenproblem ist es so, dass es manchmal sporadisch funktioniert und manchmal nicht funktioniert. Ja? Auf jeden Fall ist es so, ja, dass das Auto jederzeit angeht. In dem Sinne würde ich sagen, alles Gute von der Firma Rezec. Wenn es Fragen gibt, kontaktiert uns ganz einfach unter unserer Telefonnummer 0163 637 5977 oder besucht uns auf unserer Internetpräsenz, die www.steuergerätrezec.de. Wir freuen uns auf euren Anruf. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Von der Firma Rezec. Ciao.